Hallo und herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Wir machen heute einen Obstsalat und eine Zitronenlimonade. Von der Zitronenlimonade wusste ich gar nichts. Doch. Ich bin gar nicht vorbereitet jetzt. Habe ich dir doch die ganze Zeit gesagt. Die ganze Zeit ist gut. Da haben wir das letzte Mal heute Vormittag davon gesprochen. Und es muss ja nicht heißen, dass wir den Podcast machen. Was kommt denn? Wir fangen mal mit dem Obstsalat an. Ja. Wir tun da Banane rein. Darum schneide ich jetzt schon mal eine Drittel Zitrone ab. Ja. Sonst wird die uns nämlich braun. Und dann kann die sich mit dem Zitronensaft schon ein bisschen vermischen. Dann haben wir so ein bisschen Soße. Und aus dem Nichts kommt hier eine Fruchtfliege her. Das finde ich spannend. Und da kommt auch noch Mango und Granatapfel rein. Und was war's denn noch? Und wie heißt das da? Apfel. Ja, Apfel. Und wie heißt das andere, dieser andere Apfel da? Birnapfel? Litschi-Apfel? Das ist eine Naschi-Birne. Ja, Naschi-Birne. Sogar auch eher wie ein Apfel, hat aber auch ein schönes Aroma. Also von der Konsistenz und sonstigen Verhalten ist es. Und schön knackig. Genau. Und richtig cool sind die, also es ist ein asiatisches Ding. Und Weintrauben kommen rein. Ah ja, stimmt. Oh, die müssen wir aber abwaschen. Oh, aber stimmt. Gut, kriegen wir hin. Okay, was soll ich jetzt schneiden? Was kannst du denn schneiden? Du kannst hier die Mandarinen mal schälen und mal probieren, ob die noch gut sind, weil die liegen hier schon ein bisschen. Und Mandarinen kommen noch rein. Wenn sie noch gut sind. Wenn sie noch gut sind. Ja, ich glaube, die Zuhörer haben es, glaube ich, kapiert. Ja, ich glaube da auch fest an unsere Zuhörer. So, ich habe hier den Apfel geschält. Wir haben uns jetzt eben spontan entschieden, dass wir das nicht mit Schale machen, obwohl Ballaststoffe ja immer gut sind. Aber da wir jetzt hier beide verkabelt sind und schön an unserem Esstisch sitzen, machen wir das mal ganz entspannt und schälen alles. Dann müssen wir hier nicht zwischendurch noch immer zum Waschbecken humpeln. Probier mal ein Stückchen. Ja, mache ich gleich. Die komisch schmecken. Die sehen nämlich lange ganz gut aus und schmecken eigentlich schon ein bisschen doof. Ich rühre hier mal die Bananen mit der Zitrone. Sehen aber nicht so gut aus. Ich probiere. Gib mir mal ein Stück, wenn du dich nicht traust. Doch, ich traue mich ja aber. Sind okay. Okay. Haben ein bisschen Wasser verloren. Sind darum ein bisschen schrumpelig. Ein bisschen schrumpelig, aber vom Geschmack sind die gut. So, natürlich bei den Äpfeln das Kerngehäuse raus. Ja. Ich habe mir jetzt hier verschiedene Messer hingelegt. Großes Schneidemesser zum Schneiden, kleines Turniermesser, um Kerngehäuse und Schalen abzumachen. Dann mache ich jetzt die Mango, ja? Das wollte ich machen. Wieso? Weil ich einen Trick kenne, wie das ganz einfach geht. Okay. Wir können nämlich hier ein paar Life-Hacks auch noch einbauen. Du kannst hier einen Apfel schneiden, den ich geschält habe. Ja! Apfel! Jetzt den Müll mal an die Seite. Was, Müll? Den Müll. So, den Müll. Am besten alles an eine Stelle, dann kriegen wir das nachher. Ich hätte es jetzt andersrum gemacht. So wischst du das gleich mit dem Arm runter. So. Sehr gut, weitermachen. Ich mache Würfelchen, ne? Mhm. Oder Scheibchen. So, haben wir eigentlich alles aufgezählt oder hast du die Hälfte vergessen? Nö. Du hast die Hälfte vergessen. Ich habe doch gar nicht aufgezählt. Ich weiß. Und noch ein kleines Stückchen Vanille, noch ein kleines Stückchen Milchreis und ein bisschen Popcorn. Ah ja, wir haben jetzt noch Popcorn stehen. Und ein kleiner. Dazu essen. Und, ja, genau. Und ein kleiner Schuss Schokolade vom Nikolaus. Nee, das hätte ich ja nicht. Ja, ich weiß. Verstehst aber auch echt keinen Spaß, oder? Nee, ich bin so ein humorloser Mensch eher. So, und dann habe ich hier bei der Mango nämlich das linke und das rechte Drittel vom Kern weggeschnitten. Was? Kern wo? Der, den du jetzt nicht siehst. Oh, da ist aber noch viel, viel Land. Jetzt hast du mit deinem Finger reingebohrt. Ich darf das. Ich weiß, was ich tue. Ich weiß auch, was ich tue. Ich schneide einen Apfel. Ehrlich? Ja. Dann ist ja gut. Oh nein, mein Finger ist ab. Tu
du mit in Obstsalat. Der ist bestimmt auch lecker. Jetzt kommen wieder meine alten Kannibalenzeiten wieder hoch. Stimmt. Wieso machst du da eigentlich nicht mehr mit? Weil ich auf Puerto Partida bin nicht gestorben. Ach so. Da hat mich der andere Kannibale in die Liebesschlucht geschmissen, weil ich verrückt geworden bin und alle umbringen wollte. Und das ist natürlich in so einer Geschichte ein guter Grund. Dann, du bist ein Kannibale, natürlich, das machen Kannibalen. Ja, aber es gab ja Regeln und dann habe ich mich irgendwann nicht mehr an die Regeln gehalten und das ist schlecht. Dann hat man alle gegen sich. Ah! Ja, verstehst du? Normalerweise, wenn du ein Kapiere. Bösewicht bist, dann suchst du dir ein paar Leute, denen du ein paar gute Angebote machst. Zum Beispiel, ich lasse euch leben, wenn du mir die anderen zuschickt und ich die auffressen kann. Aber wenn du sagst, ich muss euch alle jetzt auffressen, dann sagen die, gut, der Junge muss weg. Oder ja. Der Mann. Aber es gibt ja bald ein neues Puerto Partida, da weiß man noch nicht viel dafür von im nächsten Jahr. Noch alles streng geheim. Und vielleicht, ne, entweder wenn das noch auf der Insel spielt, ne, weil da ist ja alles möglich, da gibt's ja auch verrückte Maschinen und alles, kommt eben Kai Skolion als Geist wieder oder was auch immer. Aber keine Ahnung. Cool. Naja, ich weiß es nicht, die haben ja jetzt Schriftsteller da. Darf ich das abknabbern? Ja, das ist super gut, dann müssen wir nicht so viel wegschmeißen. In den Kern herum. Du musst nur aufpassen, nicht in den Kern reinzubeißen, weil da wird es dann meist... Und nicht das Mikrofon voll zu schmieren. Ja, das wäre auch gut. Und das ist ganz schön saftig, ne? Das flutscht dann alles da so raus. Aber... Ich liebe Mango. Ist lecker, ne? Und die ist auch richtig super reif. Da haben wir echt Glück gehabt. Die ist auch schön groß. Du hattest erst so eine kleine, ne? Und die haben glaube ich, pro Stück gekostet, habe ich gesagt. Nehmen wir doch eine große. Guck, jetzt muss ich noch gerade ein Glas holen, damit wir den Trick mit der Mango machen können. Hast du gar nichts zu tun? Du doch. Futterst jetzt. Ja. Gut, ich hole mal ein Glas, damit wir den Trick machen können. Naja, ich kann doch noch hier den Granatapfel machen. Jetzt habe ich ein Glas, das eine relativ dünne Wand hat, aber das darf jetzt nicht so ein ganz feines sein. Was machst du da? Ein Weinglas habe ich da schon mal kaputt gemacht mit dem Trick. Haha. Ha. Aber guck mal jetzt hier. Man fährt das einfach der Schale cool. entlang durch die Hälfte. Und dann hat man hier so ein, das perfekt da ausgelöst. Also ich dachte jetzt, du machst Mangosaft. Ein bisschen Mangosaft fällt dabei auch an, aber nicht, dass man trinken kann. Dann müsste man das... schon durch einen Entsafter schicken. Och Mann! Aber ich fahre das jetzt sozusagen den Glasrand entlang der Schale durch dieses Drittelstück und das geht eigentlich recht einfach. Besser eigentlich als da, vor allen Dingen schneller, als die Schale so abzuschälen. Bäh, die Schale schmeckt eklig. Na, die haben wir jetzt ja dank Schlauheit da ganz komplett abgemacht. Oder hast du da jetzt am Kern noch was gehabt? Was essen wir denn nachher dazu? Zitronenlimonade. Das wäre trinken, oder? Isst du Zitronenlimonade? Ja, kann man machen. Ja, wenn man da ein bisschen Puddingpulver reintut, ne? Naja, ich meine eigentlich den Saft einfach kauen. Ja, wenn man sehr viel Fruchtfleisch drin hat, dann hast du sicher auch recht. Ja, ich weiß, aber... Einfach, wenn es ganz pure Saft ist, einfach so. Ja, im Prinzip kann man immer kauen, ne? Und ob das so schlau ist oder sinnvoll. Ich weiß. Weiß man nicht. Ich habe das schon mal bei irgendeiner Sache gemacht und es schmeckte eindeutig leckerer. Das stimmt, weil beim Kauen bekommst du ja auch über die Nase oder über den Mund direkt Luft in den Mund. Darum ist es ja zum Beispiel in manchen Ländern wie in China auch gar nicht verboten zu schmatzen. Weil Schmatzen ist eigentlich ein Trick, um noch mehr Geschmack zu schmecken. Dann aber bei uns schmeckt's besser. Gilt das halt als unhöflich und es hört sich natürlich auch wirklich nicht schön an, außer man ist so eine niedliche kleine Schlabbermaus wie du. Schlabber. Aber jetzt vom Genussstandpunkt, wenn man so für sich ist oder so, könnte man schon ein bisschen schmackern.
Schmarr. Ich mach das hier mal mit der Naschi-Birne, damit du weiter schnitzen kannst da, ne? Ich glaube, wenn du jetzt noch weitermachst, dann hast du die Fasern irgendwann. Das ist dann nicht mehr lecker. Hab also schmeckt ich schon. Da noch, aber das... Habe ich schon. Na, dann hast du heute viel Spaß beim Zähneputzen. So, oh, ganz schön groß der Kern. Guck, wir haben von allem nur eins genommen. Vicky hat eben gesagt, nur eins. Was eins? Ja, von allem haben wir nur ja, eins. Ja, ich weiß. Die Schüssel ist jetzt gleich schon voll und wir haben immer noch Sachen. Also ich werde auf jeden Fall gleich noch so, wenn wir das auf den Teller tun, noch so einen Klacks Joghurt dazu nehmen. Mhm. Vielleicht lassen wir die Weintrauben aus. Genau, die essen wir so, ne? Ja, ja. Vielleicht für die Farbe können wir nach ein paar zur Dekoration oben drauf tun, weil wir haben jetzt sonst nichts Grünes, ne? Gut. Ich kann dir ja mal den Granatapfeltrick noch zeigen, aber den kennst du auch, ne? Welchen? Den Granatapfeltrick. Guck mir mal den Granatapfel. Dann zeige ich dir den Granatapfeltrick. So, wir schneiden am Äquator lang, also nicht an Stumpf und Stiel, sondern einmal außenrum. Möglichst nur, um die äußere Hülle aufzuschneiden. Muss man ein bisschen kräftiger. Also wenn er jetzt sehr fest ist, dann geht es nicht. Man kann das auch in so Segmente schneiden, also in Viertel und nach dem, was man am leichtesten auseinander bekommt. Und es gibt ja verschiedene Granatapfeltricks. Einer zum Beispiel ist, die zu halbieren und dann mit einem Holzlöffel darauf zu hauen. Das funktioniert auch, spritzt aber manchmal ganz schön und dann hat man natürlich sehr viel Schmutz in der Umgebung. Das will man ja vermeiden. Darum tue ich jetzt diese Segmente einfach in eine Schüssel mit Wasser. So. Genau. Und dann kann man sie unter Wasser quasi auseinanderpuzzeln. Und wenn man das sehr gründlich macht, dann schwimmen die weißen Teile, diese schaumigen Zellwände, dann an der Oberfläche. So. Guck, willst du auch ein bisschen manchen hier? Ja. So, dann musst du einfach so ein Stück nehmen, ne? Siehst du, wie ich das mache? Ich schieb dir das ein bisschen rüber, dann musst du da nicht so reinlegen und tue hier noch die anderen Stücke dazu. Ups. Genau, Naschen ist natürlich bei der Arbeit auch erlaubt. Ich mache das alles immer sehr gründlich. Das ist sehr gut. Dann macht es wenigstens eine hier gründlich. Mhm. Nicht so wie ich. Immer ja, ein einfach. Schluderig. So, aber ich kann ja mal Saft. Praktisch in Vorleistung gehen und hier ein bisschen von den Schalen wegräumen. Ja, das Wasser verfärbt sich, weil natürlich ein paar von diesen kleinen Kapseln gehen kaputt. Und dann. Ich habe eine kaputt gedrückt. Na, du bist ja. Das möchte man doch vermeiden, damit man möglichst viel von den Kernen komplett hat. Ich weiß, das war auch nur ein Scherz. Ach so. Ach, da ist wieder meine Humorlosigkeit. So, ich hole jetzt noch. Ich wasche jetzt noch ein paar Weintrauben ab. Gucke mal, ob da. Ah, die sind sogar kernlos. Super. Müssen wir die nicht groß operieren? Yeah! Und bringe ein paar Schalen weg. Da musst du jetzt yeah. die ganze Zeit erzählen. Dann erzähle ich ein Gedicht, das wir gerade in der Schule üben. Von raus vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. All überall auf den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlein sitzen. Und droben aus dem Himmelstor sah mit großen Augen das Christkind hervor. Und wie ich so sträuch durch den finsteren Tann, da rief's mich mit heller Stimme an. Knecht Ruprecht, rief es. Alter Gesell, hebe die Beine und spute dich schnell. Die Kerzen fangen zu brennen an. Das Himmelstor ist aufgetan. Alte und Junge sollen nun von der Jagd des Lebens einmal ruhen. Und morgen fliege ich hinab zu Erden, denn es soll wieder Weihnachten werden.
Christkindlein sprach, hast denn die Rute auch, hast denn das Säcklein auch bei dir? Ich sprach, das Säcklein, das ist hier. Denn Äpfel, Nuss und Mandelkern essen fromme Kinder gern. Hast denn die Rute auch bei dir? Ich sprach, die Rute, die ist hier. Doch für die Kinder nur die Schlechten, die trifft sie auf den Teil den Rechten. Christkindlein sprach, so ist es recht, nun geh mit Gott, mein treuer Knecht. Von draus vom Walde komm ich her, ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Nun sprecht's wie ich, sind's gute Kind, sind's böse Kind. Das Gedicht heißt Knecht Ruprecht. Übrigens. Wer hätte das gedacht? Knecht Ruprecht. Der alte Rabauke. Jetzt knistert es irgendwie bei mir. Ja, weil ich hier an dem Mikrofon gedreht habe. Das schneide ich dann nachher ab. Ach so. Ich dachte, so, wenn du das abgefisselt hast, musst du die leeren Schalen nicht wieder reinschmeißen. Wir wollen ja möglichst die von den Kernen trennen. Ach so, wohin denn? Kannst du hier auf das Blech werfen, das müssen wir eh spülen. Werfen meinte ich jetzt nicht im wortwörtlichen, sondern nur so, verstehst du. Entschuldige. Ne? Ich weiß schon, wie du meinst. Ja, aber Vater. Du wolltest dir die Gelegenheit nicht entgehen lassen. Ein bisschen mit wusch, wusch, mit wusch, wusch. Ich dachte, du meinst das so, werfen eben. Ja. Im Sinne von werfen jetzt. Ja. Nicht werfen. Ja, ich hab so gemacht. Ja, das ist aber hier bei mir gelandet. Entschuldige. Zu viel Schwung, Mann. Ja, entschuldige. Ja. 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 Ich sag's ja nur. Ja. So. Ja. Aber trotzdem schneide ich die Weintrauben durch, dann kriegt man sie nachher leichter. In Hals. Ja. So. Du warst früher gesprächiger. Hallo. Ja, guck mal. Ja, jetzt bin guck mal, ich aber... Ich kann auf einem Bein stehen. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Falls ihr das nicht kennt, das ist eine sehr frühe Folge, die ich mit der kleinen Vicky aufgenommen habe. Kleine Vicky, da haben wir einen Apfelkuchen gemacht. Einen Baby-Apfelkuchen, Folge Nummer 8. Glaube ich, mein All-Time-Favorite, also meine absolute Lieblingsfolge. Ja, meine auch. Ne? Die ist so witzig. Im Garten noch so ein Opa, den kannten wir gar nicht. Doch, das war wie hieß der nochmal? Hier. Ja, jetzt hängst du da in der Nummer fest. Kanntest du den Opa? Ja, das waren unsere Nachbarn, da bin ich immer... Von weiter unten die Etage? Ja, da bin ich immer hingegangen. Ach guck, ich habe den Opa nie gesehen, ich habe immer nur die Oma gesehen. Ja, der hat mir auch, der Opa hat mir einen Teddybären geschenkt, den habe ich jetzt immer noch und der liegt in meinem Zimmer. Aha. Bei meiner Kuscheltiersammlung. Der hieß Herrn, gleich hab ich's. Herrn Rüdiger, nee, Herrn. Ist ja auch egal, brauchen wir jetzt hier im Podcast auch nicht. Nachher kriegt der Besuch von der Kriminalpolizei. Oder wieso? So. Weiß ich auch nicht. Weil der mir einen Teddybären geschenkt hat? Ja eben, das ist doch verboten. Was? Nee, das ist nicht. Ich weiß auch nicht. Das habe ich fein gemacht, ne? Sehr gut. Du, ist das kalt. Wieso hast du kein warmes Wasser genommen? Ja, weil sich im warmen Wasser der ganze Zucker löst. Die sollen ja frisch und knackig bleiben. So, jetzt hör mal auf, dass die sich am Boden absetzen. Entschuldigung. Ja. Entschuldigung. Ja, es tut mir ja auch leid. Wofür? Dass ich immer hier so dich kritisiere. Ich brauche Tücher. Ja. Also ich weiß nicht, hier auf dem Tisch wachsen keine. Oh, ich habe eins gefunden. Kannst du mir bitte einmal hier die Kopfhörer abnehmen? Jetzt muss ich was erzählen. Ja. Ich kann aber gar keine Weihnachtsgedichte. Das habe ich alles schon vergessen. Ich bin ja...
Ich erzähle einfach, dass das war deine Idee. Ich habe dich gefragt, was wir heute Abend essen. Und hast du gesagt, Obstsalat. Und da habe ich gedacht, eigentlich keine schlechte Idee, ne? Es war eigentlich eher so was, was man meistens so zum Nachtisch oder als Zwischenmahlzeit oder eher auch zum Frühstück isst. Aber warum soll man nicht abends auch Obst essen? Ist gut, ne? Obst ist immer gesund. Gut, es gibt ganz viele Leute, die sagen, man soll abends keine Kohlenhydrate mehr essen, also kein Zucker und kein Weißbrot und Nudeln und Reis, aber ich weiß nicht, was davon zu halten ist. Gibst du mir auch eins, dann kann ich auch die Pfoten ein bisschen. Warte kurz, du kennst doch bestimmt das. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, ja. Eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Sag das doch mal, mich hört man noch. Und du willst dann das fünfte Lichtlein sagen, oder was? Dich hört man auch ein bisschen, glaube ich. Und wenn das fünfte Lichtlein brennt, dann hat man Weihnachten verpennt. Ja. So, ich glaube, jetzt haben wir alles drin. Und dann mache ich noch ein schönes... Oh, wie schön! Das ist schön, ne? Ich mache gleich noch ein kleines Foto davon, schön, damit wir für die Sendung ein hübsches Bild haben. Man sieht die Banane aber nicht. Dann müssen wir es umrühren. Dann ist es vielleicht ein ganz kleines bisschen vermatscht. Nein, erstmal jetzt so ein Foto. Und dann noch ein bisschen Zitronensaft drüber. Und was wir auch machen können, wenn man jetzt Obst, was vielleicht nicht so reif geworden ist und ein bisschen zu sauer ist, dass man noch ein bisschen Honig drauf tut. Oder Zucker. Oder Zucker. Erdbeeren wäre auch gut gewesen. Oder Orangenzucker, ne? Wir sind ja Orangenzucker-Millionäre. Wir können auch Zitronenzucker machen. Haben wir auch. Echt? Alles da, na klar. Hast du das denn nicht gesehen? Was? Hast du das denn nicht gesehen? Nee. Oh. Hast du das gesehen? Gut, also ich glaube, dass die Sendung jetzt nicht zu lang wird. Ja. Wie gesagt, sonst dazu kann man, wird die immer viel länger. Das stimmt. Ist eine ganz kurze Sendung, aber nicht, dass die Leute nachher sagen, die haben jetzt eine Stunde über Obstsalat geredet. Wir können noch ein bisschen erzählen, was man gut dazu essen kann. Okay, erzähl. Darüber kann ich das gut, ja. Das habe ich jetzt kein Wort verstanden. Also man kann natürlich ein bisschen Joghurt dazu essen. Joghurt! Oder Vanillepudding. Vanillepudding! Oder Eis. Schokopudding. Ah, haben wir Eis? Ich glaube, das Mikrofon ist gerade explodiert. Gut. Oder man kann den einfach so essen. So essen! Oder Brot kann man doch dazu essen. Brot, ja. Oder genau. Schokopudding. Oder ein bisschen. Oder Kuchen. Oh ja. Oder Waffeln. Oder Vanillesoße darüber noch ein bisschen. Ja. Oder Schokosoße. Schokosoße finde ich nicht so lecker. Ja. Also aber Schokoobst mag ich. Ja, man könnte das jetzt auch hier als Schokofondue benutzen, ne? Wenn man jetzt so einen Schokobrunnen hätte, aber haben wir nicht. Also. Ich habe noch nie einen Schokobrunnen gesehen. Also ich weiß, was wie der aussieht. Das ist auch so eine Sache, die benutzt man zweimal und dann steht sie für immer im Schrank, sage ich dir. Glaub mir im das. Keller. Oder im Keller oder auf dem Dachboden, wenn man einen hat. Also Schokobrunnen kaufen wir auch nicht. Vielleicht lädt uns ja mal jemand ein, der einen Schokobrunnen hat. Dann können wir den auch mal benutzen. Ja, Leonie hätte sowas gebrauchen können auf ihrem 7. oder 8. Geburtstag, weil die hat ja auf ihrem 7. oder 8. eine Disco gemacht. Und dann so in der Ecke so ein Schokobrunnen, ne? Dann hätte man tanzen können und ja. Dann so in die Ecke und dann so mit dem Finger so... Oder nee, so... und daneben steht dann so eine Riesenschüssel voller Obst und Marshmallows und alles. Ja. Waffeln und so. Gut, aber jetzt machen wir Schluss für heute. Und ein Vanillebrunnen noch dazu. Ein Vanillebrunnen, ja, das könnte funktionieren. Gut, Spatz. Tschüssi. 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 Viel Spaß beim Ausprobieren und Nachmachen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Kai und eure Vicky. Tschüssi. Tschüsschen. Baba. hier? Auf den viereckigen Knopf. Hier. Jawohl.